So, the moment of truth. Good one. Seht ihr das? Also das hier war jetzt gerade meine Reisewaage, weil ab heute so ein bisschen ein kleiner Peak ansteht. Ja. Ich werde heute mit 550 Gramm Kohlenhydraten laden. Natürlich auch Salz und Wasser im Blick behalten. Noch keine genauen Werte anstreben, aber alles ein wenig mitschreiben. Wir haben mal jetzt gerade allerdings erst 4.40 Uhr. Ich bin heute wieder relativ früh aufgewacht. I don't know why. Just don't ask. Ja. Wie immer gibt es natürlich auch die Morning Subs. Das heißt Diet Support Pro. Und ein paar Dinge, die ich jetzt nicht sagen werde. Schwierig. Und was auch nie fehlen darf, an einem Tag wie heute trotzdem, obwohl ich jetzt kein Kaugummi mache oder sowas, ist the good old morning drink. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie viel Wasser ich da gestern. Ich glaube, das werden 700 Milliliter sein. Da haben wir jetzt folgende Inhaltsstoffe drin. Ich haue hier immer ein bisschen Vitamin C rein. Ja. Dann Base Powder. Ihr habt das immer schon angemischt in so einer kleinen Boosty-Dose. Ja, in dieser Boosty-Dose sind Base Powder, Kreatin und Vitamin C. Und dann gebe ich da meistens noch ein Meter dazu. Ja. Und das ist so mein Morning Drink. Ja. Den werde ich jetzt im Laufe vom Vormittag einfach trinken. Einfach jetzt während dem Arbeiten. Und dann noch ein Monster dazu und sind wir eh ready to go. So. Ja. Aber guter Punkt. Danke, dass ihr das ansprecht. Weil der Base Powder, der hat ja, glaube ich, auf a Serving 250 Milligramm Salz. Okay. Okay, also 250 Milligramm Natrium, muss man dazu sagen, nicht 250 Milligramm Salz. Don't get me wrong. Don't get me fucking wrong. Also die Wohnung ist jetzt seit dem Umzug noch nicht zu 100% ordentlich, aber ist okay. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die umziehen. Muss man dazu sagen. Sind die Woche ja einige Peak Weeks jetzt. Also Michi, Petra und Lou starten ja auch bei der NPC Austria. Und darauf liegt eigentlich mein Hauptfokus. Und viele von ihnen checken jetzt bereits mehrmals täglich ein. Einfach um zu gewährleisten, dass der Look passt. Sowohl mit Michi als auch mit Petra fahren wir einen linearen Approach. Und mit der Lou eher so in die Richtung Frontload. Ja. Aber mehr dazu vielleicht im Laufe des Tages. Schauen wir uns das Ganze noch an. Primo chillt hier übrigens absolut sein Leben. Also ich muss sagen, für das, dass ich heute gar nicht gut geschlafen habe, sind die Energielevel okay, dabei noch. Ich werde heute sicher den einen oder anderen Nap einbauen. Es soll ja ein Tag sein, wo Stress etwas runterkommt. Dementsprechend ja auch kein Cardio. Ich habe heute den tiefsten Weigh-in ever gehabt gefühlt. Ja, 82,5, also ohne Gewand, nüchtern und so weiter und so fort, ja. Natürlich fürs Video ganz cool, wenn man die Waage zeigen kann, aber von 82,5
82,5. So tief war ich das letzte Mal wirklich am Ende der letzten Vorbereitung. Also it's safe to say that I've lost muscle. It's safe to say that I've lost muscle. Und das ist für mich vollkommen okay. Ich mache diese zwei Wettkämpfe, was ich da jetzt halt anstrebe, mache ich einfach nur zum Spaß mit. Ich bin da, ich bin halbwegs in Form. Also why the fuck not? I don't know. Aber ja, auf jeden Fall werden wir jetzt noch die Arbeit dabei angehen. Und es wird ein ganz cooler Arbeitstag jetzt, beziehungsweise generell ein cooler Tag, ich freue mich drauf. Also ich stelle mir hier auch das Laufband meistens auf so 2,2 km/h. Das ist eine relativ coole Geschwindigkeit, um einfach dahin zu schlendern. Und trotzdem sehr produktiv zu sein. Und falls jetzt noch irgendwer fragt, das ist das Lifespan TR 1200. Jo, lieber Niklas, wunderschönen guten Morgen. Ja, sehr, sehr gern. Kann ich gern machen. Find sowas immer sehr, sehr cool, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, also ja, passt, ist approved. Google Chrome. Mit alle Prep-Athletes. Da habe ich oben das Ganze zu Gruppen gebündelt, was relativ cool ist. Da habe ich genau die Peak Weeks drinnen. Wir werden heute hat sie einen Trainingstag, wo wir ein AM-Check-In machen werden, ein Post-Workout-Check-In und ein PM-Check-In wahrscheinlich. Und die Dokumentation der einzelnen Tage erfolgt dann ebenfalls in einem separaten Sheet. Das ist hier 18.40 Uhr. Wird jetzt auch Zeit für ein Posing-Update. Muss da draußen noch ein bisschen aufpassen, weil wir haben da noch eine Wespen-Epidemie. So. Okay. Stabil. Was ich zur Form jetzt gerade sagt, für mich sehr dünn, aber es gehört dazu jetzt. Boah, die schaut gut aus. Die schaut sehr, 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 sehr gut aus, Baroni. Quarter 20 right. Which means we don't need to change anything for you. So, wir haben jetzt das erste Meal. Das besteht eigentlich aus zwei Components. Einmal hier Himmeltau. Sieht man das? Himmeltau mit veganem Proteinpulver. Das ist mal das erste. Das Wasser habe ich hier auch schon mit einberechnet tatsächlich. Da gibt es jetzt noch hier 200 Gramm Beeren drüber. Heidelbeeren, um genau zu sein. Und dann haben wir als zweiten Part von mir kleine Veggies.
guten Aufschnitt. Und Rice Cakes. Sehr, 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 sehr simpel. Auf die Rice Cakes. Sriracha. Es wird natürlich abgewogen. Heute sehr, sehr accurate, weil bei dieser Sriracha Soße haben 100 Milliliter 7 Gramm Salz einfach. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. 10 Gramm, das heißt 0,7 Gramm Salz. Da gibt es hier das Daily. Das Daily auf 400 Milliliter Wasser gelöst. Du kannst gerne herkommen zu mir. Hello. Hello. Nice to have you here. Hello. So, zusätzlich zu dem ersten Meal gibt es noch einen doppelten Decaf. Und das wird sich jetzt hier genehmigt. Dementsprechend jetzt erstmal Monster. Bin ziemlich müde gerade. Deswegen Monster. 1 Gramm Salz. Nicht vergessen an alle Leute da draußen, die jetzt Peak Week haben. 1 Gramm Salz. Ich mache mir jetzt ready fürs Gym. Wir haben jetzt mittlerweile 9. Das heißt, das erste Meal ist gute 1,5 Stunden sowas her. Himmeltau an halben Scoop Flavin Tasty Salted Caramel. Zwei Gramm Flohsamenschalen. Dann kommt da noch ein bisschen Salz drüber. Aber ich komme gerade nicht in den Schrank rein, weil sonst fällt die Kamera um. Also eine Sache fällt mir besonders auf an Tagen, wo die Energielevel niedriger sind. Und das fällt auch der Melli auf, dass ich einfach irrsinnig langsam bin in allem, was ich mache. Also, no joke, wirklich irrsinnig langsam. Also das ist jetzt keine Übertreibung. Jede einzelne Tätigkeit, die ich jetzt so mache, ist einfach sehr, sehr slow. Ja. Ist okay. Ich mache die Dinge langsam, ich mache sie bewusst langsam, ich mache mir keinen Stress, ich mache mir keinen Druck, ich mache mir im Endeffekt gar nichts. Ich schaue einfach nur, dass ich meine täglichen To-Dos gut abhandle. Ja. Und mir ist auch egal, wenn ich jetzt beispielsweise für Check-ins oder so, was aber länger braucht, einfach aufgrund der Tatsache, dass mir die Qualität einfach von meinen Antworten, von meiner Kommunikation, die ist mir einfach am wichtigsten. Ja. Und zwar mit jeder einzelnen Person. Super wichtig. Ja, das wird so richtig schön cremige Konsistenz hier. Da kommt jetzt noch Protein Powder dazu. Das war in dem Fall jetzt das Pro Series Complex. Da werden wir jetzt ein bisschen was reingeben hier. Da werden wir jetzt ein bisschen was reingeben und mal anständig verrühren und das wird mit dem Protein Powder so richtig kuchenartige Konsistenz schon fast. Und da kommen jetzt einfach nur mehr Heidelbeeren drüber.
beziehungsweise werde ich da jetzt Tiefkühlhimbeeren drüber geben. Weil dann habe ich meine Heidelbeeren noch fürs nächste Meal. Und das werde ich dann direkt nach dem Training im Gym auch essen. So schaut das Ganze dann aus. Himbeeren noch drüber und dann sind wir ready to go. Und dann sehen wir uns auf dem Weg ins Gym oder im Gym. Ich bin jetzt hier wieder mal seit langem im Fitness. Tatsächlich. Einfach weil ich heute ein bisschen mehr Ruhe haben wollte. Also ein bisschen entspannender ist. Entspannenderes Environment. Tut dann ab und zu schon ganz gut. Crank Pump Pro. Monster, you know the drill. You know the fucking drill. Gut, ich habe ungefähr einen Plan im Kopf. Das sind ja jetzt wiederum andere Maschinen als im Dust Gym, was aber im Endeffekt kein Problem ist. Ich kenne ja die ganzen Maschinen und ich habe schon einige Pool-Days da absolviert. Also für mich ein No-Brainer, dass ich herkomme. Es wird schon ganz gut passen. Es wird 6 Sätze für den Latissimus geben und 2 Sätze für den Upper Back. Dann am Ende noch 3 Sätze Rear Delts und dann ist es auch schon die Session gewesen. Warum schreibe ich? Achso, das war die falsche Seite. Perfekt. Gut. Das ist jetzt einmal Status Quo. Ich werde mir jetzt noch ganz kurz aufs Laufband tatsächlich begeben. Ich werde mir noch 5 Minuten so ein bisschen aufwärmen. Ja, obwohl es warm ist draußen, obviously. Und dann werden wir ins Training starten. So, starten jetzt hier ins Pooltraining. Mit einer unilateralen Hammerstrength-Pull-Down-Variante. Ich habe jetzt unten gerade noch 10 Minuten am Laufband absolviert, habe währenddessen noch ein Prep-Checking gemacht, der jetzt kurzfristig noch reinkommen ist. Etwas später am Tag. Grüße gehen raus an Philipp. Und werde mich jetzt da mal aufwärmen. Und Single Arm, jetzt als Ersatz für die Nautilus-Pull-Down, die ich normalerweise im Gym aller Gyms mache. Also wie die Maschine gerne Setup. Ist einfach mit einem relativ engen Griff, Zughilfen. Und dass ich mich hier nicht mit der Brust oder mit dem Bauch ans Polster drücke, sondern wirklich hergebe und mich hier abstütze. Ja, hier schön abstütze. Somit sitze ich ein bisschen weiter hinten und kann das Widerstandsprofil von der Übung noch ein bisschen in Richtung gedehnte Position optimieren. So, das war jetzt hier das schwere Topset. Jetzt folgt das Backoff. 8 plus Reps jetzt. Easy peasy. Ganz easy peasy. So, jetzt haben wir hier als nächsten Move ein Chest Supported Tiber Row. Nachdem wir jetzt die Latfasern ordentlich hergerissen haben, gehen wir jetzt her und widmen uns dem Upper Back. Also Traps, Teres Maya natürlich auch, hinterer Schulter. Aber hier besonderer Fokus auf die Pro- und Retraktion der Schulterblätter und auf die volle Dehnung. Voller Fokus auf die volle Dehnung.
Aber wir machen es trotzdem clean. Also ich habe in der Off-Season 7,5 Plates bewegt. Ich werde heute wahrscheinlich irgendwie um die 4 oder sowas aufladen. Und dann hier einen entspannten Arbeitssatz raushauen. Zwei entspannte Arbeitssätze. Wenn es um sowas wie ein T-Bar-Row geht, müsst ihr eine Sache immer bedenken. Die Übung hat einen Hebel. Ja, das heißt, dieser Loading Pin geht nach vorne weg. Und wenn ihr jetzt 4 Plates loadet, die dicker sind, habt ihr ein größeres Drehmoment, weil der Drehpunkt hinten ist, als wenn ihr 4 Plates loaden würdet, die dünner sind. Ja. Deswegen würde ich jetzt hier mit Eleiko Competition Plates laden, könnt ihr wahrscheinlich insgesamt mehr Gewicht bewegen. Aber das, was im Muskel ankommt, ist prinzipiell dasselbe. Deswegen jetzt 4 für mich, 4 Plates im ersten Satz. Reicht vollkommen aus für einen anständigen Stimulus. Ich habe jetzt gerade hier einen Warm-Up gemacht mit 4. War schon gut schwer. Dementsprechend werden wir uns dem jetzt widmen für den ersten Arbeitssatz. Oh. Kreislauftechnisch bei dem Wetter wirklich absolute Katastrophe. So, insgesamt haben wir jetzt 2 Sätze Lats, 2 Sätze Traps bzw. Upper Back. Jetzt machen wir weiter mit der Rudervariation für den Latissimus of Choice. Hier ein Macrib Cable Row. Oberkörper bleibt relativ neutral. Schulterblätter können leicht nach vorne mitbewegt werden. Ellbogen in Richtung der Hüfte führen. Ihr könnt das Spiel eh schon. Da werden wir jetzt 2 Sätze machen. An etwas schweren, an etwas leichteren. Volle Kontrolle über die gesamte Range of Motion. Und dann sind wir mit den schweren Übungen eigentlich schon. Servus, hallo. So, jetzt letzte Übung für Rücken. Eine Überzugvariante. Normalerweise mache ich das schon immer in Nautilus Pullover. Ich werde hier eine Variante machen mit einem langen Seil. Wenn ihr kein so ein langes Seil habt, dann bietet es sich halt an, 2 Seile zu nehmen, die ihr beide hier oben an einem Karabiner einhängt, aber so mit an. Langen Seil funktioniert es eigentlich, also längerem Seil, funktioniert es eigentlich relativ gut, dass ihr da wirklich schön in die Dehnung reinkommt und hier dann schön nach unten ziehen könnt. Schön Stretch mitnehmen und wieder nach unten. Ja. Und davon machen wir 2 Sätze. Ein bisschen mehr Gewicht nehmen.
eher higher Reps, so 8 aufwärts. Und dann sind wir mit der Rückenportion durch und dann geht es noch über zu 3 Sätzen hinterer Schulter. Dann sind wir da fresh and ready. Also schau schon mit dem Training an. Kurz einen Stretch genießen. Okay. Ich setze mich eigentlich immer gern relativ tief hin. Die Hände ungefähr auf Schulterhöhe. Und rutsche mit dem Gesäß noch ein bisschen nach hinten, um das Alignment für die hintere Schulter zu optimieren. Und dann führe ich hier schön Ellbogen einfach nur nach außen. Okay. Erster Satz war jetzt ein bisschen zu schwer. Das waren jetzt 6 Reps. 6 Reps Rear Delts, perfekt. Zweiter Satz etwas leichter. So, natürlich gibt es auch einen Post-Workout Form Check. Zunächst mal jetzt eine Abwaage. Jetzt hier 84,2 auf der Waage. 84,2. So, Training ist durch. Post-Workout Formcheck ist durch. Jetzt gibt es dann das Meal, das ich vorbereitet habe. Und dann geht es weiter im Tag. Vielen lieben Dank, dass ihr bis dahin jetzt dabei seid. Ich hoffe, ihr habt es auch an super, super geilen Donnerstag heute. Und sonst eine geile Woche. So, wie man unschwer erkennen kann, war ich jetzt noch ganz kurz beim Barber. Ich habe mich für einen Buzzcut entschieden. Ja, bin eigentlich ganz happy. Training war gut. Training war tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin auch damit sehr zufrieden. Performance kann man jetzt natürlich super schwer vergleichen, weil das letzte Mal, als ich auf Full Session Fighters gemacht habe, ist schon eine Zeit lang her. Aber Intensity of Effort war definitiv vorhanden. Also da jetzt die Trainingsintensität, die Nähe zum Muskelversagen, was natürlich wichtig ist. Und das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, wenn ihr in anderen Gyms trainiert. Und das habe ich ja im Laufe dieser Diät oder im Laufe dieser Lifting Journey ja immer wieder gemacht, dass ich im Fighters trainiert habe und im Dust Gym trainiert habe und hier und da natürlich auf Wettkampfreisen bin und in anderen Gyms trainiere. Und das, was ihr euch, wie gesagt, vornehmen könnt, immer wenn ihr in einem anderen Gym trainiert, wo ihr die Geräte jetzt nicht kennt und die Gewichte nicht kennt, ist, dass ihr einfach diese Proximity to Failure, diese Nähe zum Muskelversagen aufrechterhält. Ja, also das ist eigentlich so das Allerwichtigste, was ihr machen könnt. Auf jeden Fall geht es für mich jetzt straight back into Check-Ins. Ich glaube, es sind noch so 7 oder 8 offen. Die restlichen wurden schon am Vormittag erledigt und dann habe ich auf dem Laufband gemacht im Gym, weil es eben auch Prep-Check-In war und da ist mir immer wichtig, dass die Response relativ zügig kommt. Aber dadurch, dass ich meine Leute sowieso 2 bis inzwischen 6 Mal die Woche eincheck, ist es sowieso so, dass da die Kommunikation ein bisschen anders ist als jetzt bei den normalen, regulären Check-ins, wo ich ja eine Video-Antwort liefere, immer zu jedem einzelnen Check-in, der kommt. Außer ich bin auf Reisen, da kann es natürlich dann auch wieder mal divergieren vom normalen System, vom normalen Setup. Auf jeden Fall läuft soweit alles. Die ersten Leute sind jetzt schon in der Peak Week, unter Anführungszeichen, weil es ist ja noch 9 Tage hin bis zur NPC Austria, aber die Peak Weeks sind schon am Laufen. Petra hat heute beispielsweise 300 Carbs, Michi ist ein bisschen angeschlagen, bei der Lu läuft eigentlich alles.
da bin ich eigentlich relativ happy mit. Was ich brauche, das hätte ich heute kaufen können. Ich hätte mal ein Lego-Auto kaufen sollen. Gehen wir heute irgendwo hin ein Lego-Auto kaufen? Wo gibt es Lego-Autos? Ich weiß nicht. Ja. Fahrst du heute noch hin? Hättest du nicht geplant, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauche ich ein Lego-Auto. Das ist so eine coole Downtime-Beschäftigung. Ich habe da im Schrank 3 Lego-Autos stehen, alle Lego-Technik. Und würde mir gerne diesen richtig fetten Ferrari kaufen. Ich würde mir gerne diesen, der kostet zwar 300 Euro oder irgend sowas. Aber es ist eine gute Downtime für mich. Und vor allem jetzt, wo ich ein bisschen weniger Steps mache, jetzt beim Laden, unter Anführungszeichen, ist es schon was ganz cool wäre. Aber ja, it is what it is. Ich schmeiß mich jetzt nochmal zum Rechner. Ich schmeiß mich jetzt nochmal zu den Check-ins. Und später gibt es dann das nächste Meal. Die nächsten 2 Meals werden super fad, weil es eigentlich nur Reis, Zucchini und Chicken ist. Aber we keep it simple and stupid. Und ja, ich laber ganz schön viel jetzt gerade, gell? Die Melle nickt nur. Aber we're keeping it raw, ladies and gentlemen. We're keeping it raw. Das ist Mut. Wow. Also über eine Sache bin ich besonders froh. Und zwar, dass wir so eine gute Kühlung haben. Generell in unserem Haus. Wir haben da so eine Zentralkühlung. Dadurch ist eigentlich alles relativ angenehm. Dann haben wir hier tatsächlich eine Feinwaage, mit der werden wir da jetzt ein bisschen Salz rauswiegen. So, dann machen wir da jetzt Maishändel Filet-Schnitzel dazu. Sehr, sehr plain. Ich werde das nur ein bisschen mit Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer und sowas verfeinern. Da jetzt keine fancy Gewürzmischungen mehr. Jetzt einfach in der derzeitigen Phase nicht notwendig. Ananas. Genau. Und das wird jetzt das nächste Meal. Relativ unspannend und spektakulär. Deswegen würde ich jetzt da wieder austrinken. Im Endeffekt jetzt nichts, was sonderlich fancy ist. Aber eigentlich Knoblauchpulver. Zwiebel und Pfeffer. So, es gibt hier jetzt das gleiche Meal wie vor 2,5 Stunden. Das heißt wieder Reis, Chicken, Zucchini. Ein bisschen Salatgurke, weil es einfach ein bisschen erfrischend ist. Ananas und Light Ketchup jetzt diesmal. Light Ketchup hat übrigens 2,8 Gramm Salz auf 100 Gramm. Das sind jetzt 40 Gramm. Muss man natürlich alles mit einfaktorisieren. Ja, das haben wir selbstverständlich hier schon gemacht. Jetzt ein bisschen weniger Salz, weil die Sriracha etwas mehr Salz hat tatsächlich. Und dazu gibt es noch hier einen halben Liter Coke Zero, koffeinfrei, versteht sich, weil wir haben es bereits 17 Uhr. Ich habe gerade Update gemacht, Bodyweight in etwa gleich wie Post-Workout, waren jetzt auch 84 Kilo. Look war jetzt nicht viel anders tatsächlich. Muss sagen, dass ich den Look lieber nicht beurteile. Prep Life. Ja, wir sind an dem Punkt ankommen. Ja, stabil.
Coke Zero, ich tue mir das alles notieren übrigens hier, notiere mir jeden Schluck quasi mit, den ich trinke. Haben wir auch extra eine Flasche zum Beispiel mit Wasser in den Kühlschrank gestellt und so. Einfach damit ich da gut den Überblick behalte. Hey, ich sag's euch ganz ehrlich, ich werde heute das letzte Mal seit einfach nur mehr Himmeltau und Snacky Jacks essen. Deswegen passiert heute nicht mehr viel Spannendes. Ich glaube, ich darf mich heute auch nicht mehr viel bewegen. Ja, ich bin schon am absoluten Limit, was jetzt den Step Count angeht. Soll mich auch heute weniger bewegen. Du kannst schon herkommen. Du kannst ganz normal hinten vorbeigehen. Alles easy peasy. Und wahrscheinlich mit der Melli dann später noch ein bisschen Minecraft spielen. Das haben wir jetzt nämlich für uns entdeckt. Ja, oder sie hat mir eigentlich in die Lehre des Minecrafts eingeführt, kann man sagen. Ja. Cheers. Cheers. Have a great drink. Genau. Genau. Also wir, du kannst gerade runterfahren. Also wir werden uns dann einen entspannten Abend machen. Vielleicht das Video hier noch anfangen zu schneiden. Ansonsten tut sich heute nicht mehr so viel. Ja, Nachrichten werden natürlich noch beantwortet, Evening-Check-Ins und so. Weil, wie gesagt, die Leute sind ja in der Peak Week. Bei der Amelie gibt es gefühlt 5-mal am Tag Reiswaffeln. Ziemlich stabil. Reiswaffeln mit Tofu und Ketchup. Und Essiggurken. Wow. Wie viel Salz haben wir die? 1,5 auf 100 Gramm. Stabil. Good one. Passt. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Peace. Boah, das war jetzt plopp. Plopp. Und gute Rechte.